die Hupe ist Weltklasse. Also nicht. Ja. Geht. Fittet. Es gibt nichts Schöneres. Mit 15. Yes! So, Leute. Das hier ist der Frankie. Hallöchen. Den kennt ihr. Das hier ist Bennett. Hi. Das ist der Sohn von Frankie. So, und du bist wie alt? 16. 16. Und wir zeigen euch jetzt mal, was der für ein Auto fährt. Ja, Auto. Der nicht, ne? Leider nicht. Der da? Auch ein bisschen. Auch nicht. Nee. Der GTS hier? Nein. Auch nicht. Das da. Das ist ein sogenanntes 45 km/h Auto. Richtig. So, und die darf man fahren ab 15 Jahren. Genau. Richtig? Genau. So, Frankie, du bist jetzt gleich weg, aber ich wollte dich eine Sache fragen. Ja. Warum hast du deinem Sohn so ein Auto gekauft? Warum hast du ihm keine Vespa gekauft oder irgendwie sowas, sondern warum sowas? Ist jetzt das ein Sicherheitsthema gewesen? Ich sag mal, die Alternative ist Rollerfahren. Ja. Ja, so, und wir fahren die Jungs jeden Morgen in die Schule. So, so können sie selber machen. Mit dem Ding kommt der trockene Fuß in die Schule. Aha. Und natürlich auch sicher. Ich sag mal, vom Roller wirst du relativ schnell mal runtergefahren. Ja. Hier hast du zumindest noch mal so ein bisschen so einen Ansatz von Knautschzone. Ja. Und vor allem, du kommst halt entspannt zu zweit. Mit ein bisschen Kofferraum kommst du halt irgendwie gut über die Runden. Ne? Und deswegen haben wir das gemacht. Und das mit 15? Ja. Okay, Frankie, danke. Alles klar. Jetzt wissen wir, warum ihr das gemacht habt. Das ist einfach ein Sicherheitsthema. Hauptsächlich, ja. Genau. So, Bennett. Das ist ein Aixam GTI, oder wie heißt das? Genau, GTI Coupé. Ist jetzt ein bisschen dreckig, aber. Alter, das ist so krass. Ja. So einen kleinen Stöpke zu sehen und der hat sein eigenes Auto. Ja, genau. Hast du ihm im Ohr gelegen, dass du einen Roller haben willst? Nein. Am Anfang? Nein. Du wolltest von Anfang an so ein Ding haben? Richtig. Warum? Ja, weiß ich nicht. Ich wollte schon immer Auto fahren, ne? Weil Papa fährt auch gerne. Papa hat ganz viele Autos und verkauft die vor allen Dingen auch. Genau. Und, also du bist auch ein bisschen bekloppt, dieses Fiegenschuh-Gehen, dieses Malmedy-Gehen, das hast du schon auch. Volle Pulle. Okay, also, oh! Ja. Ich wollte mal einmal ganz kurz gucken, ja, mach. Wie groß das ist. Also es ist schon ein sehr, sehr großer Kofferraum, ne? Ja. Hey, bist du mit dem schon mal auf zwei Rädern gefahren? Aus Versehen? Ja. Ja? Einmal. Wirklich? Ja. Das habe ich dann aber erst gemerkt, als ich dann wieder aufgeklatscht bin. Ich dachte, dass ich nur so eine Kurve fahre, aber das kann auch nicht viel gewesen sein. Der geht ein bisschen schwer zu. Das wird immer. Genau deswegen. Und ist zu. Hast du ein paar technische Daten für uns? Wie schnell fährt er? 50. Fährt nicht 45, sondern 50. Laut ja, Tacho. Ja, bergab schafft er 50. So 47 immer so. Ja. Kommt drauf an. Was ist da für ein Motor drin? Ein alter Treckermotor, glaube ich. Ein alter Treckermotor. Kannst du dir ja mal angucken. Ja, komm, wir gucken uns den mal an. Kannst du loslassen. Ja. Mach mal bitte an. Und dann Automatik, Fliehkraftkupplung. Ja. Ja? Ja, ist Automatik. Da haben wir den Euro-Münzen-Test, können wir mal das Handy drauflegen, wie lange das da drauf hält. Ich glaube nicht allzu lange. Gut. Ist gar nicht so schlecht an. Wo ist der Auspuff hinten? Ja, ja. Also ich habe tatsächlich zwei Blenden dran. Gib mal bitte Gas. Aber da drunter ist er. Gib mal bitte Gas. Ach, der ist gar nicht hier. Nee, nee. Da ist er. Soundcheck haben wir schon mal gemacht. Richtig. Wahrscheinlich haben wir uns ein bisschen falsch aufgeregt. Hast du das Video gesehen zum Opel Roxy? Ja, natürlich. Und? Wie fandst du das? Sag ganz ehrlich, oder? Ich würde sagen, es war ein falscher Eindruck von generell 45 km/h Autos. Ja, ne? Ja. Weil das ist ja was ganz anderes. Den kannst du ja nicht mit dem Opel Roxy vergleichen. Ich meine, du kannst dich ja mal reinsetzen, dann wirst du schon die Sitze merken. Das mach mal, alles, setz dich mal rein. Alles Fratze, alles Matsche, oder? Ja, bei dem jetzt nicht, aber bei dem anderen schon, ne? So, weißt du, was ich meine von den Sitzen? Weißt du was, wir fahren jetzt einfach mal eine Runde. Ja. Du fährst. Kann ich machen. Das ist einfach eine zusammengeschusterte Büchse, was sich dann Auto nennt. Das hier ist ja alles das ist ja keine Sicherheit. Ja, guck. Das Einzige, es ist alles Plastik an diesem Auto. Ja. Außer hier ist so ein Metallgestell drin. Außer der Motor. Und hier hast du tatsächlich Überrollkäfig genau, drin. Genau. Okay, also, das Thema ist, du kommst überall hin. Ja. Du kannst einen Kumpel mitnehmen. Ich komm überall trocken und dir bleibt trocken. Genau. Gucken wir mal, wie das fährt. Ja. Komm.
Okay, also flach stellen kann man auch hier. Genau. Ja, ich habe halt Klima alles, ne? Du hast Klima? Ja, ja. Klimahatter. Klimahatter. Gib mal Gas. Aber warte, ich hab Rückwärtstakt. Achso, dann fährt er ja los. Wenn die Halterung hat er. Parkscheibe, ja. Parkscheibe. Die ist sogar gut. Das brauchst du ja jetzt alles, ne? Und dann brauchst du natürlich auch noch eine steile Sonnenbrille. Die ist sogar gut, die Parkscheibe. So sieht es nämlich aus. Okay, also was werden wir in diesem Video machen? Wir fahren erstmal mit dir. Genau. Dann werde ich diese Büchse fahren. Dann haben wir einen Händler, La. Auto aus La. Die haben noch mehr von den Kisten, die werden wir uns angucken. Und dann haben wir noch den Elenator. Fiat 500. Quasi als Dreirad umgebaut und den darf man ab 16 fahren. Und das ist ein echtes Auto. Komm mal eben mit, Bennett. Ja, sehr. Der steht hier vorne. Und das ist halt ein echtes Auto, was ein findiger Erfinder aus Bayern, Niederbayern, glaube ich, umgebaut hat. Quasi zu einem Auto, was man mit 16 fahren darf. Der ist gedrosselt auf 19 PS und dann fährt er noch 80, 90 sowas. Mhm. Das heißt, du darfst mit 16 damit auf die Autobahn. Okay. Du könntest rein theoretisch damit an Gardasee fahren. Du. Ja. Das Problem ist nur, warum darf man das? Kippen die schnell um? Hinten? Das werden wir heute ausprobieren, ob die schnell umkippen. Okay. Weil das Ding ist, da hinten sind halt die Räder so eng montiert, dass das quasi als Dreirad gilt. Und deswegen darf man das Auto dann quasi mit mal 1 fahren. Weil das dann wie so ein Quad oder wie ein Trike ist, gedrosselt dann auf 19 PS. Ja. Dann darfst du plötzlich mit einem echten Auto fahren. Damit fahren wir danach. Machen jetzt fahren wir erst mit deiner Büchse, dann fahren wir mit dem hier zu dem Händler und am Ende sagen wir zwei, was das Coolste ist, was man mit 15 für ein Auto fahren kann. Machen wir. So läuft das. Das ist so krass, Bennett. Du bist für mich einfach ein kleiner Junge. Ja. Ich weiß, dass du das nicht gerne hörst. Ja, auch das ist gut. Auch komplett ehrenlos, dass ich das sage. Alles gut. Aber für mich, du bist kein Erwachsener, ne? Du bist ein Heranwachsender, ein Jugendlicher. Und ich sitze gerade mit dir in einem Auto. Ja. Das ist für mich so komisch, dass das erlaubt ist, ne? Dass du das einfach darfst. Ja. Und das Krasse ist, wenn ich mich in meinen 16, ich bin mit 16 das erste Mal Roller gefahren und ich war damals, also ganz ehrlich, ich war weit weg davon, irgendwie vernünftig zu sein. Mhm. Und deswegen finde ich das gerade so weird, dass ich neben einem 16-Jährigen sitze, der mit mir Auto fahren darf. Fährst du hier immer so langsam drüber? Ja, guck mal, wie laut das schon ist, wenn ich so langsam fahre. Gab es schon mal irgendwie Kommentare irgendwie von irgendeiner Omse auf dem Supermarktparkplatz, der gesagt hat, dann fährst du mit dem Auto durch die Gegend? Oder ist das so? Ständig. Wie doof ich von manchen angeguckt werde. So, einmal hat sogar einer an einem Fenster runtergemacht. Also, das Auto gibt's den Papa gleich wieder, ne? Ich so, wie? Ja, hör mal, du darfst das doch noch nicht fahren. Ich so, doch, sonst würde ich das tatsächlich nicht machen. Wie? Wie alt bist denn du? Ich bin 15. Und dann war das noch ein bisschen. Ja. Und ist aber so. Was machen die? Aber Lenkradhaltung hier? Ja, hab ich vom Papa. Also ich fahre ja jetzt auch schon 7, 8 Monate. Ja. Und so langsam die ersten Male, da bin ich eingestiegen und da ging gar nicht. Also hast du dich am Anfang nicht so richtig getraut? Genau. Weil ich auch Angst hatte, so langsames Auto und dann probieren manche vielleicht zu überholen, so. An Stellen, wo es auch ungünstig ist. Ist mir auch letztens, hatte ich tatsächlich fast einen Unfall an der Stelle da vorne gerade, wo du gesagt hast, da können welche aussteigen. Da war das, da hatte ich, bin ich gefahren und ich habe geblinkt und dann hat, ist einer noch an mir vorbeigefahren. Und ich bin gerade rübergezogen. Also du hast links geblinkt, der hat dich noch überholt? Genau. Alter Schwede. Weil der wahrscheinlich nicht warten wollte oder so. Ja. Kann ich ja, wenn ich jetzt ein großes Auto habe, sage ich mal, kann ich das verstehen. Aber an so einer Stelle zu überholen, ist das echt. Ja, ist eine der gefährlichsten Situationen, ne? Ja. Also es hat tatsächlich was von, okay, wir fahren hier irgendwie mit so einem Trecker durch die Gegend, ne? Genau, mit so einem Aufsitzrasenmäher. Genau. So den Style hat das. Ja, mit ein bisschen getunten Interieur. Aber es ist, ich kann das nachvollziehen, dass Kinder darauf Bock haben. Sorry dafür. Ja. Schon wieder. Ja, alles gut. Ne?
Jetzt darfst du hier nicht vor Max fahren, jetzt ist 30, ne? Richtig. Wegen Lärmschutz. Sagt der Fahrlehrer mal mit dem Mann, der seit 7 Monaten Führerschein hat, ganz genau weiß, dass er hier nur 30 fahren darf. Ja. Du bremst mit links? Ja, habe ich mir vom Simracing angewöhnt. Muss ich mir noch unbedingt umgewöhnen. Warum? Ich weiß es nicht. Du musst dich nicht umgewöhnen. Ja, aber wenn ich jetzt Schalter fahren will, dann macht der Fahrlehrer mich kaputt. Ja gut, dann machst du dich erstmal selber kaputt. Das stimmt auch wieder. Aber ja, okay. Ja, hast du ja noch ein bisschen, ne? Und wann fängst du an mit Führerschein? 8.10. Und dann fährst du mit 17 dann schon Auto? Genau. Richtig Auto? Genau. Darf man mit 17 dann GT3S fahren? Ja, aber wenn Papa daneben sitzt. Wenn Papa daneben sitzt, ja. Dann ja. Da gibt es keine Beschränkungen? Nein, aber würde ich glaube ich niemals machen. Und weiteste Reise, die du jemals gemacht hast? Ich hatte tatsächlich vor, damit nach Bremen zu fahren. Bremen zu sind meiner Cousine. 200 Kilometer oder ja, was? Also ich wäre 6 Stunden gefahren. Und wieso hast du nicht gemacht? Mama und Papa wollten es nicht. Zu gefährlich? Ja, nicht zu gefährlich, aber auch eine zu weite Strecke und einfach unnötig, wenn die eh dahin fahren, weißt du? Das Thema Freiheit ist halt auch so cool, ne? Dass du mit so einem Gefährt, du nimmst halt dein Leben selbst in die Hand. Ja. Wenn du selber fährst, egal was, kann rein schon ein Fahrrad sein, ne? Ja. Du bist einfach dein eigener Herr. Ja, genau. Und das ist das Starke an so einem Gefährt. Ja. Und ich habe das wirklich richtig hart durchgehatet. Ne, diesen, sorry nochmal Opel, weil das halt für mich, ich dachte halt so, okay, Sicherheit. Ja. Du denkst, du kaufst ein Auto, aber du kaufst eigentlich gar kein Auto, weil das ist kein Auto. Ja, also was ist das? Was würdest du sagen, was das ist? Ja, wie du gesagt hast, ich sag da immer aufgetunter Rasenmäher. Aufgetunter Rasenmäher. Mit Dach. Mit Dach und mit Scheibe vorne. Fährt an wie ein Rasenmäher, ne? Aber das ist ja egal. Wahrscheinlich kannst du den sogar hier auch irgendwie optimieren, tiefer legen. Gibt's Tuning-Teile dafür? Ja, also es gibt Bodykits. Ja. Und den kannst du halt auch vorne. Das habe ich aber nicht gemacht. Sieht man ja auch, wie wir fahren. Ja. Den kannst du tunen, musst du eine Schraube lösen, dann lädt der richtig durch. Das ist crazy, wie das dann aufgeht. Man kann mit dem Teil auch 180 fahren. Was? Ja. Aber nicht mit dem Motor. Doch. Man lädt ja richtig auf. Wir sind jetzt übrigens wieder in der Halle. Hast du das noch nie ausprobiert? Nein! Weißt du, was sind die Anschellen? Niemals! Dann fahr ich lieber mit 50 als mit 80, hab dafür keine Probleme. Finde ich wirklich sehr, sehr ehrenhaft, dass du das so sagst. Ja. Ist so geil zu sehen, ne? Wie er sich in seinem Auto bewegt. Als wie ein Großer. Ich habe gerade gesagt, Benne, dass, wie, wenn man dich so sieht, wie du dich mit dem Auto bewegst, wie du dich ein- und aussteigst und abschnallen und so. Ist wie ein Großer. Ja. Anbremse ist los. Danke. Kann man den so ein bisschen vorspannen? Nee. Bremse und dann Gas? Da geht gleich die Vorderachse durch. Ja, der hat ja Frontantrieb. Und du musst aufpassen, die kippen schnell um, ne? Ja? Ja, ja. Fahr hier langsam, wirklich. Ich sag's dir. Fahr langsam, wie sagst du dir, Mathis? Guck mal, wie knapp er schon war, ey. Alter Bär, ey. Ist er jetzt schon hinterhalb in der Luft, glaubst du? Ja. Hat sich so ein bisschen so angefühlt, ne? Ja, hundertprozentig. Das ist der von den Kollegen. 35. Ja. 38. Jetzt 39. 40, jetzt geht's bergauf. Ja. 39. Geht wieder zurück. Obwohl ich voll drauf habe. So, jetzt sind wir auf einer, jetzt war bis jetzt alles klein und irgendwie Stadtverkehr und so. Jetzt sind wir auf irgendeiner B, glaube ich. Ja. Ne? Ja. Ist das die B1 hier? Nein. Nee. Nee, nee, nee. Auf der B1 traue ich mich nicht zu fahren. Fährst du so, wie ich fahre oder fährst du rechts? Nee, ich fahre so, wie du fährst. Du fährst in der Mitte? Es sei denn, hinter mir ist eine längere Schlange, dann halte ich auch manchmal rechts an, dass die vorbeifahren können und fahre dann weiter. Ja, okay. Ist schon angerufen worden? Natürlich, ganz oft. Ja? Das Ding ist halt, wenn ich jetzt rechts fahren würde, machen wir jetzt einfach mal. Dann fährt der vorbei. Dann fährt der vorbei. Fährt nicht vorbei. Nein. Okay. Solche gibt's auch, die es nicht machen. Finde ich aber okay, weil das ja. Fühlst du dich manchmal unsicher in der Karre? Auf einer leeren Straße auf keinen Fall. Ja. Aber auf einer Straße, wo dann so ganz viele sind, wo dann hinter mir auch so ein Assi ist, der dann überholt, die gibt's ja, muss man auch einfach sagen. Ja. So wie da zum Beispiel, also was ich gerade erzählt habe. Da unten, wo einer fast in mich reingefahren ist, da habe ich mich unsicher gefühlt. Also auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du mit dem Auto? 10. Ja, ganz ehrlich, ja.
Es ist mein erstes eigenes Auto. Das ist ja schon... Das ist was ganz Wichtiges. Genau. Und einfach, es ist einfach brutal geil, damit umzufahren. Was ist das Geile? Das ist dieses brutal Geile daran. Was ist das? Ich meine, guck mal, du fährst jetzt viele, viele Autos. Ja. Und du fährst auch richtig krasse Autos. Und dann ist das hier für dich natürlich Killefit. Aber wenn du noch nie vorher ein Auto gefahren bist, so und so werde ich langsam, meiner Meinung nach, in den Verkehr eingeführt. Ich habe gesagt, Leute, das ist mir nicht sicher genug. Du denkst dann, du sitzt in einem Auto und dann überschätzt du dich und keine Ahnung was. Aber... Also, da kann ich nur von mir sprechen? Nein. Genau. Und der Typ, ne, wir kennen uns schon länger, du bist schon ein Draufgänger, ne? Auf dem Mountainbike und so, das ist schon, ja, das scheißes gestört, was du alles machst. Deswegen kann ich zu 100% sagen, ja, das stimmt. Du kannst das einschätzen, du schätzt es auch richtig ein, du überschätzt dich nicht, du überschätzt das Auto nicht. Wenn man all das macht, dann ist das vollkommen okay, sowas zu fahren. Ja. Die Handbremse geht, oder was? Geht. Sondern weißt du, wie das im Winter geht, weißt du? Ja, klar. Der beißt voll zu. Ja. So, dann fahren wir jetzt mit dem Elenator. Bin ich gespannt, wie der wird. So. So, jetzt darfst du leider nicht mehr fahren. Ja. So ein Sonnendach geht ja gar nicht, ne? Jetzt bin ich gespannt. Ob wir ihn aufs Dach legen? Ja, bitte nicht. So, das hier ist ein bisschen was anderes, ne? Das stimmt, ja. Ist nicht so laut. Also, wir haben hier 4 Sitzplätze. Ja. ABS. Airbags. Airbags habe ich auch. Was hast du? Airbags. Nicht dein Ernst? Ich habe die ganze Zeit gedacht, warum geht der nicht? Ja, weil er nur 19 PS hat. Das ist so lustig. Dicker! Der fällt nicht um. Ja, das ist gut. Mal gucken, aber das ist ob gut. Ob man den auch im 4. Gang noch fahren kann. Und im 5. und im 6. Also so schnell sind wir mit meinem Oreo hochgefahren, will ich nur mal kurz anmerken. Ja, weil ich habe ihn nicht richtig geschaltet. So, Klimaanlage hat er. Klima machen wir mal aus, ne? Wir wollen ja Leistung haben. Richtig. Ich hätte gedacht, dass der schon lange liegt. Ja, ich auch. Zumindest so auf diesen, wo eigentlich die Räder sind, weißt du? Also ganz ehrlich, das fährt richtig gut. Ja. Hätte ich niemals gedacht. Ich auch nicht. Man muss sich halt daran gewöhnen, dass das, obwohl das aussieht wie ein echtes Auto und sich anfühlt wie ein echtes Auto, leise ist wie ein echtes Auto, aber gar nicht geht. Wir haben 19 PS. Ja. Und ist die Kamera noch dran? Weiß ich nicht. Es fährt wirklich gut. Ja. Wo ist der blaue Zettel? Meinst du den hier? Ja, lies mal vor. Hinten, Rückseite bitte. Motor, 3 Zylinder. Hubraum 999. Ja, Kubikzentimeter. Ja. Leistung 14 kW, 19 PS. Ja. Höchstgeschwindigkeit 90. Zuladung 300 Kilo, sorry. Ja. Und Durchschnittsverbrauch 5 Liter. Basisfahrzeug Fiat 500. Durchschnittsverbrauch 5 Liter. Ah, das ist schon krass jetzt hier, ne? Hier geht es so leicht bergauf. Ich bin im 3. Gang, wir fahren 45. Und du latscht voll durch? 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56. Oh Gott, ein 40-Tonner von hinten, Junge! Alter, wieso lässt du mich nicht rein? Das ist das Problem. Leute, ganz ehrlich, das ist das Problem. Ich habe jetzt keine Leistung. 40 km/h immer noch. So, das ist jetzt hier Wohlfühlgeschwindigkeit. 77 km/h mittlerweile. Aufgebaut. 80. 80. 81, 82, 83. Also 88, 89. Ich habe jetzt nicht die ganze Zeit Vollgas gegeben, aber jetzt 90. Fahren wir 90. 91. 91. Jetzt unser Abstand halten, sonst kommen wir zu dicht dran. Obwohl hier steht 90.
Also das Ganze kostet 25.000 Euro, so wie es hier steht. Man kann, also man muss quasi einen fertigen mitbringen, ne? Genau. Also muss einen fertigen Fiat, normalen Fiat 500 mitbringen. Und dann baut der Herr Ellenrieder, oder? Ellenrieder. Ja. Konzipiert und Umbaumöglichkeiten von einem PKW zu einem dreirädrigen Fahrzeug. Kann man das als dreirädriges Fahrzeug bezeichnen? Weil der hat hier hinten vier, also zwei auch. Der hat zwei hinten, aber die sind so nah beieinander, dass sie vor dem Gesetz als ein Rad zählen. Das ist der ganze Kniff an der ganzen Chose, dass du plötzlich hier als 16-Jähriger mit einem echten Auto rumfahren darfst. Und das Lustige ist, die meisten Leute sehen das gar nicht. Die meisten Leute gucken gar nicht. Die denken halt so, ja, 400, 500. Das ist halt, du hast alle Airbags, du hast Klimaanlage, du hast Knautschzone, du hast ein richtiges eigentlich, Auto. Eigentlich verringert der nur hinten die Achse. Das ist die einzige Änderung. Das hier ist ein komplettes Auto. Ja. Mit allen Sicherheitsfeatures. Eigentlich, ganz ehrlich, müsste der Gesetzgeber hingehen und sagen, yo, Leute, das hier kann man auch mit 15 fahren. Weil warum soll ich das hier nicht fahren, nur weil ich damit ein paar Kilometer schneller fahre? Ganz ehrlich, wenn du mit deiner kleinen Büchse unterwegs bist, fährst mit 45, die Leute fahren auf der Gasse alle 55. Aber Autobahn und du bist, ist doch mal was anderes, ja, würde ich sagen, oder? Ja, man könnte ja sagen, okay, dann halt alles außer Autobahn meinetwegen. Ja? Dass man das ab 16 darfst du dann ab 16 darfst du dann, wenn du ein bisschen Fahrpraxis gelernt hast, wenn du ein bisschen mit der Büchse rumgefahren bist, ab dann darfst du tatsächlich auch auf die Autobahn. Kannst du ja ganz einfach machen. Auf Landstraßen zum Beispiel behindere ich dann nicht, weißt du, was ich meine? Genau, auf Landstraßen behinderst du eben nicht. Weil du kannst dann mit 70, 80 im Verkehr mitschwimmen. Ja. Statt mit 45 und alle haben irgendwie... Folgen sie den Hals und so. Haben den Hals, wollen dich überholen. Das bringt dich und sie in gefährliche Situationen. Ja. Deswegen, ich würde ganz ehrlich sagen, come on, Leute. Ich meine, mit 16 kannst du 125er fahren. Wieso sollst du es mit 15 nicht auch können? Aber der hier ist ja als 125er. Darum frage ich mich, warum er 90 fährt und keine 100 oder 120. Ja, vor allen Dingen die Situation, die wir eben hatten, dass du dich einfädeln musst. Ja. Ich musste dann bremsen, weil der Beschleunigungsstreifen dann vorbei war. Ja. Ja, das ist einfach, dann stehst du da und alle ballern mit 120 an dir vorbei und du hast keinen Schwung. Ja, und hinter dir blinkt er dann auch, warum du nicht fährst. Du hast gar nichts. Ja. Es ist wie immer, mehr Leistung ist einfach besser. Das stimmt, ja. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Reifen zum Quietschen bringen können. ASR, Anti-Schlupfregelung. Okay, das kriegen wir hin, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Ja, geht. Füttert, füttert. Ich fühle mich aber tatsächlich mit dem Ding genauso wie früher mit meiner Vespa. Du stehst hinter jemandem an der Ampel, die Ampel wird grün, alle fahren los. Du fährst auch los, fühlt sich aber so an, als wenn du noch stehen würdest. Ja. Weil du einfach keine Power hast. Ja? Und dann, das ist mit dem hier genauso. Die fahren alle weg, sind alle schneller weg. Und an der nächsten Ampel stehst du wieder hinter denen. Dann denkst du dir so, Mist, warum müssen wir jetzt wieder anhalten? Weil anhalten bedeutet wieder losfahren. Ja. Das bedeutet wieder langsamer sein als die anderen. Ja. Einfach so mitrollen, das war immer das Beste. Und das wäre auch das Beste mit dem hier. Mhm. Man muss halt gefühlt 428 Mal schalten. Ja, aber das ist bei einem 50er Motorrad genauso. Ja. Wird mir, glaube ich, auch keinen Spaß machen. So, ich meine, ich will mich aufs Fahren konzentrieren und nicht aufs Schalten. Ja gut, aber Schalten lernen ist sehr, sehr wichtig. Ja. Konzentriere dich nicht so sehr darauf, auf Automatik zu fahren. Also ganz im Ernst, Leute, das hier kann man machen. Ja. Das hier würde ich wirklich jedem Papa, der sein Kind mobilisieren möchte, wirklich empfehlen, weil das ist safe. Ja. Punkt. Und zwar viel, viel safer als so ein 45 km/h Bums. Wir haben übrigens heute Kanalrekord. Ich bin das erste Mal bei einem Kind auf dem Beifahrersitz gesessen. Das ist doch cool. Er ist wirklich, ohne Quatsch, es war so ein cooles Gefühl, auch zu sehen, wie sicher du fährst. Ist Papa, aber hast mit du dich dir sicher gefühlt? Ja, voll. Okay. Auf Osterfeldstraße. Oh, mein Gott. Das Ding kriegst du nicht zum Umkippen. Ja, danke. Du kriegst das nicht zum Umkippen. Ja. Und das war meine größte Angst, ganz ehrlich. Ich habe gedacht, so, okay, wie kann das gehen? Mhm. So. Das ist das Auto aus übrigens. Aber das, was wir jetzt heute gemacht haben, das waren schon heftige Fahrmanöver. Aber so fährt man ja auch nicht normal. So also fährst du normal gar nicht. Da bitte ich drum. Nee. Deswegen, das Auto kippt im Normalfall nicht um, ist super sicher, hat Airbags. Wunderbar. Wunderbar. Ist einfach ein Fiat für Kleine, sag ich mal. Ja, Fiat für Kleine. Fiat von 16 bis 18. Genau. So, und jetzt gucken wir uns, was das Autohaus La noch zu bieten hat. Paar 45 km/h Autos. Ja, paar viele.
Wir haben tatsächlich probiert, den umzuwerfen. Es hat aber nicht funktioniert. Nee. Das ist wirklich krass, weil das Auto, wenn du das von hinten dir anguckst, Bennett? Ja. Das sieht einfach nur. Ich hätte gedacht, dass er bei der kleinsten Kurve hier auftitscht. Genau. Ganz macht ehrlich. Er aber nicht. Nee. Also das ist wirklich. Das sieht so komisch aus. Das sieht so, so komisch aus. Man sieht im Video, wie ich im Auto rumgeschleudert bin. Ne? Also, das war schon krass. Jetzt gucken wir uns das einmal an, wie das hier gemacht ist. Also, normalerweise ist ja in der Mitte die Achse und außen sind die Räder. Also im Prinzip hat er das jetzt einfach nur umgedreht. Also eigentlich müsste das ja am Rad sein. Jetzt ist der aber hier und da in der Mitte ist gar nichts. Normalerweise ist das Rad da und das da ist verbunden mit der Mitte und würde dann hier natürlich genauso aussehen. Ist eigentlich relativ simpel, aber komplett schlau. Es hat eine Gesetzeslücke, ne? Wenn du ein Dreirad hast, dann darfst du mit 16 so ein Ding fahren. Darf nicht schneller als 80, 90 fahren. Auf die Idee zu kommen, ist crazy, muss man ehrlich sagen. Komisch ist, die 125er darfst du ja auch fahren, ja. Ne, mit 16. Ja. Die dürfen aber, was fahren die? 125. Wie schnell fahren die denn, die 125. Dinger? 125 km/h. Ja. Warum darf der da nicht so schnell fahren? Es kann an der PS-Zahl liegen. Okay, weil das Motorrad kleiner und leichter ist, fährt das Motorrad schneller mit der gleichen Leistung. Das kann Komm, wir gucken mal, was da drin noch so los ist. Das ist der Michael. Ich bin der Matthias. Matthias, wir haben den Michael gerade mal ganz kurz ein Mikro verpasst. Und jetzt gehen wir einmal oben in die Ausstellung. Ja, sehr gerne. Da gibt es lauter kleine Eixams. So ist es. Und ja, das ist unsere Eixam-Welt, ja. Die wir so im Laufe der letzten 3,5 Jahre aufgebaut haben. Die hat früher Jeep gestanden und V8 und alles. Das war unsere Welt. Ja. Ne? Wir haben viel mit Brabus gemacht und waren einer der Stützpunkthändler da. Das passte natürlich auch durch die Nähe. Ja, und dann hat der wirklich es geschafft, weil ich hatte gerade auch Zeit. Und dann bin ich zu dem Importeur gefahren, habe mir die Dinge angeguckt und habe ich das erste Mal davor gestellt. Und mir fällt selten eine Kinnlade runter. Ich meine, du bist ja natürlich noch ganz andere Sachen gewohnt, ne? Klar. Aber so für meine automobile Welt habe ich gesagt, boah. Gut. Und dann ab 15, ich sage, das gibt's gar nicht. Und dann sofort die Vertriebsabteilung, die Maschinerie setzt sich dann in Bewegung. Wie viele Karren verkaufst du von den Dingern im Monat? Im Monat, also gute, wir kriegen erstmal leider nicht genug. Ja, okay. Zwischen 100 und 150 könnte man sicherlich im Jahr? Im Jahr. Letzte Woche habe ich mein erstes Fahrzeug nach Sylt verkauft. Mhm. Hätte ich natürlich gerne selber ausgeliefert. Ja. Wir hatten einen D-Truck, der stand direkt neben der Pritsche da vorne. D-Truck? Ja, das ist ja, das ist so eine Kastenwagen. Das ist der da. Das ist eine Pritsche, aber der sieht von vorne genauso aus und hat dann halt hinten keine Pritsche, sondern jetzt einen Zuhörkasten. Ne? Warum kauft er sich nicht, keine Ahnung, was, eine normale Pritsche? Warum sowas? Weil der hat einen Malerbetrieb. Ja. So, jetzt versuch mal, einen Azubi zu kriegen. Schier schlecht machbar. Sagen wir es einfach mal schlecht. Ja. Jetzt nimmst du den Nahverkehr noch mit dabei, um zur Arbeitsstelle zu kommen. Mhm. Problematisch bis zum Abwinken. Ja. 1,5 Stunden unterwegs, 2 Stunden unterwegs. Ja. So, jetzt bietest du einem 15-jährigen Azubi auf deiner Internetseite ein Auto an, ein Eixam. Das ist ja ein Auto. Du darfst mit dem Auto zur Arbeit fahren. Theoretisch und praktisch. Kriegst du einen besseren Mann, als wenn du dem nicht das Auto gibst? Mit hundertprozentiger Sicherheit. Ja, okay. Kleine Pritsche. Und das ist jetzt natürlich... Das ist aber Elektro, ne? Das ist jetzt ein Elektro, den kannst du natürlich... Es gibt ja bei uns nur die beiden Varianten, wie Elektro viel PS oder hat Diesel. 8 PS, 6 kW grundsätzlich und mit 45 km/h halt angegeben. Gut, ich sag mal, fährt so... Du kannst im normalen fließenden Verkehr, wenn man normal und vorschriftsmäßig, was wir alle tun, natürlich. Na, selbstverständlich, fährst du 52 und kannst komplett mitkommen. Ne? Okay, hier ist die Batterie drin? Nee, hier unten Nein, drin. Die sitzt da unten. Hier unten in der Mitte. Du hast da noch zusätzliche Ablagefächer, wo du schon eine Menge unterkriegst. Ne? Ja. Du hast ein ganz normales Ladekabel. Ja, guck mal, Matthias, komm mal her. Was ist das? So einen Stecker habe ich noch nie gesehen. Stecker, normales Ladekabel ist hinten drin, normale Steckdose dran. Was ist das für ein Stecker, Simon? Du bist hier unser Elektro-Heinz. Kenn ich nicht. Du hast so einen Stecker noch nie gesehen? Nee. Was ist das für ein Stecker? Ein Stecker? guck mal her, Matthias, komm mal her. Ja, ich komme. Ich komme hinten rum. Guck mal. Die 2 Meter. Da kannst du nochmal trocken laden. Hier, das ist das Ladekabel, da ist viel Platz. Aber guck mal, füll mal da rein. Guck mal, wie tief es da reingeht.
reinlegen. Sollen wir probieren? Das ist das Kabel. Das ist irgendein anderes System. So. Also unsere Mitarbeiter, die wollten mit denen natürlich immer als Vorführwagen auf der Nase drücken, weil da passen genau 9 Kisten Bier drauf. Und deswegen wäre es der optimale, da genau 9 Kisten Bier drauf. Der optimale Wagen für den Chef. Okay, verstehe. So, das Kabel kommt wieder unten rein. Ja, genau. Dann habe ich da gesehen, den mit den 120 cm Federweg. Was ist das für ein Gerät? Das ist ein ganz neuer, den wir gerade so ein bisschen auf Geländetauglichkeit ausgewiesen ist, wenn die also jetzt wirklich außerhalb wohnen. Es ist ja alles nur Kunststoff. Und da kann man sich sehr schnell auch mal was abreißen. Ja. Und deswegen wollte man so ein bisschen actionmäßig sowas aufbauen. Ja. Guck mal die Bremse, komm mal von hier ran. Guck mal die Bremsscheibe. Was das für kleine Rädchen sind. Ich bin ja mit Bandit jetzt schon ein bisschen gefahren. Aha. Und das ist schon, es macht Sinn. Ne? Bin vor einer etwas längerer Zeit bin ich diesen Opel Rocks-E gefahren. Aha. Da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt, weil überall sind diese Metallstreben. Da dachte ich so, ja, das ist ja voll gefährlich und so mit dem Kopf. Ne? Du sitzt da drin, denkst, das ist sicher, ist es aber nicht. Aber jetzt, wo ich mit ihm gefahren bin, macht das irgendwie alles Sinn. Weil ich meine, die kleinen Fritzen, die haben einfach eine Freiheit. Ja. Ne? Und was ich bei ihm auch gelernt habe, ist, er fährt nicht wie so ein Geistesgestörter, so wie ich früher mit meiner Vespa durch die Gegend gefahren bin. Ich war komplett bescheuert. Ja? Aber der sitzt da drin so, nee, also hat aufgepasst, wie ich gefahren bin. Hier kannst du auch mal einen Blinker setzen. Ja, man kann ja auch mal einen Blinker setzen. Da ist rechts vor links. Und so, ne? Er hat mich richtig korrigiert, ja, wie so ein Fahrlehrer. Und daran merkst du eben, dass er sehr, sehr verantwortungsbewusst, absolut, also, mit dem Thema umgeht und sich bewusst ist, in was er da drin sitzt. Mhm. Dass er weiß, dass das kein Auto ist, mit dem man gegen die Wand fährt und es passiert nichts. Mhm. Ja, so sondern er weiß, Beispiel, so ein das ist einfach trotzdem eine gefährliche Sache und wirklich krass. Und deswegen macht das mittlerweile für mich wirklich Sinn. Und ich verstehe den Hype. Ist das ein Hype? Mittlerweile ja. Also man sieht also, wenn ich bei der Dortmunder Volksbank da in die Tiefgarage fahre, kommt mir mindestens immer ein so ein Eichshorn entgegen. Ja. Also das ist schon... Freust du dich jedes Mal, ne? Ja, klar. Ja, das war meiner, den habe ich verkauft. Genau, ja, oder meiner. Nein, das passt also wirklich. Ne? Und man, das hätte ich auch nicht gedacht. Also die wirklich einen Eichshorn fahren, man muss ja wirklich nochmal sich das auf der Zunge zergehen lassen, ab 15 Jahre. Ja. Die sind, wenn die 18 sind oder mit 17 begleitendes Fahren machen, dann sind die fertig, dann die sind die am Start. Das sind Leute, die Auto fahren können. Genau so. Dann wissen die wirklich, im normalen Straßenverkehr umzugehen. Wie viele Unfälle gibt es? Ja, wir haben schon mal den einen oder anderen Unfall, das was passieren kann. Aber so einen richtigen, dass jetzt wirklich ein Schwerverletzter dabei war, haben wir bis jetzt wirklich noch nicht gehabt. Okay. Ja, toll, toll, toll. Was ist denn das Billigste jetzt? Das Preiswerteste, das ist die MINT-Abteilung. Das Preiswerteste, hat er gesagt. Das ist die Abteilung genau so. Hier? Das ist MINT-Auto, das MINT-Auto. Hatte früher natürlich diesen fantastischen Kaufhauspreis, 9,99 Euro. Also es begann knapp unter 10.000 Euro, ist jetzt knapp drüber gerutscht. Boah, aber setz dich mal auf die Sitze, die sind ja brutal gemütlich. Setz dich mal drauf. Das ist crazy. Das sind halt deine Sitze in neu. Klimabedienteil ist dasselbe, Fensterheber sind auch dasselbe wie bei dir, Lüftung ist auch dasselbe wie bei dir, Schaltung, Handbremse, auch alles dasselbe. Und wie preisstabil sind die Dinger? Absolut preisstabil, es gibt praktisch keinen Gebrauchtwagenmarkt. Es wird oft auch in der Familie weitergereicht. Ja, dann haben an also den nächsten Jüngeren. An den nächsten, der zufällig 3 Jahre später geboren ist oder sowas und dann kriegen die den weiter. Ne? So, und der Sport, der ist nur ein bisschen sportlicher. Ja, jetzt. Oder ist der auch, fährt der auch sportlicher? Weißt du, warum der sportlicher ist? Nein, weil 1, der natürlich 2 Blenden. Ein bisschen was von der Optik mehr hat. Jetzt stell dir den 15-Jährigen vor. Da ist genau der gleiche Auspuff drunter wie bei dem hier. Guck da unten, da ist das Röhrl. Stell dir den König der Schule vor. König der Schule. Mit 15 Jahren kommst du mit so einem Auto. Das ist er mit dem GTI. Ja. Das ist der König der Schule. Den haben wir da vorne auch. Welchen fahren wir denn jetzt? In der Werkstatt stehen, ihr könnt wählen, einmal zwischen einem Elektro oder einem Diesel. Könnt ihr euch aussuchen, wie ihr möchtet. Das ist jetzt eine schwere Frage, ne? Das stimmt, ja. Bennett, was nehmen wir denn? Du entscheidest. Du darfst heute entscheiden. Wenn du willst. Komm, wir fahren beide einfach. Ja. Wir fahren 5 Minuten mit jedem Auto. Okay, machen wir. Komm, let's go.
Das ist der neue GTI. Das ist jetzt praktisch aber das, also ganz ehrlich, guck mal hier mit dem, also Hamid, ne, würde sich freuen. Schönes blaues Kontraststitching, hier blaue Leisten, da unten Eixam reingestickt und dann das absolute Highlight, Leute, blaue Gurte. Also jetzt mal ohne Quatsch, das kann sich schon sehen lassen, ne? Das ist schon was anderes. Das stimmt, ja. Was ist jetzt, was würdest du, wenn ich sagen würde, okay, such dir einen aus, ich gebe dir einen, welchen würdest du nehmen? Guck mal, ich habe ja meinen. Denk nicht nach. Ne? Welches ist dein Lieblingsauto hier drin? Lass mich kurz. Ich habe meinen. Ja. Ich hätte noch Bock auf diesen Den Scouty. Genau. Der mit den ausgeschnittenen Radhäusern. Genau. Weißt du, warum? Der Offroader. Kann ich damit, genau. Mit dem einen fahre ich in die Schule, mit dem anderen fahre ich auch in den Wald oder so. Ja, ist doch so. So, komm, wir gehen runter, wir fahren noch ein bisschen was. Okay. Was ist das hier? Ist egal. Das ist jetzt ein Diesel? Das ist ein Diesel. Fährst du oder ich? Hast du einen Führerschein oder nicht? Nee. Bennett. Das will ich ja, einen Führerschein. Soll ich schon mal rausfahren? Ja, das ist geil. So wie du meinst. Das ist... Ja, so, jetzt wissen wir, wie es geht hier. Der Hobel. Digga, wie findest du die? Das sieht doch saugeil aus, oder? Ja. Komm, machen wir mal kurz den Soundcheck. Hören wir hin. Klingt wirklich wie ein Rasenmäher. Ja, ne? Aber sehr wie ein Rasenmäher. Fahr jetzt! Ich mach mal das iPhone hier noch mit an. Und? Was sagst du? Ja, der ist gut eigentlich, ne? Straßenlang checken. Ey, das ist geil. Wenn ich in ein neues Auto steige und... Aber bist du schon mal mit 16-Jährigen gefahren? Nee, ne? Und das Erste, was ich mache, ist auch. Aber das Zweite, was ich mache, Straße. Ja. Alter Schwede. Also ohne Quatsch, das macht richtig Laune. 8 PS, es ist vollkommen cool. Das macht wirklich Laune und das macht auch echt Sinn. Und ich verstehe das auch, dass ältere Menschen das gerne machen, ja? Weil sie sich sagen, okay Leute, also ganz ehrlich, zum Arzt latschen, kein Bock, dauert zu lange, ich werde nass, kein Bock auf Regenschirm, ich setze mich in so eine Bude hier rein. Und dann fahre ich damit einfach zum Arzt. Ich fahre damit zum Supermarkt, kann die Büchse in der Tiefgarage vom Supermarkt abstellen, gehe trockenen Fußes einkaufen und wieder zurück. Ja? Finde ich Weltklasse. Und eben genau das, Versicherungskennzeichen, das heißt kein TÜV, keine Abgasuntersuchung und so weiter und so fort. Du hast einfach ein Rundum-Sorglos-Paket. Ja, aber sonst recht ähnlich, oder? Nur halt alles. Ja, alles ein bisschen neuer, aber guck mal, das Radio. Ja, ja. Das ist größer als ein Radio. Manche anderen Häuser. Wo denn das? Soundcheck machen. Ja, Sound ist okay. Kann man auf jeden Fall benutzen. No. Ist das Vollgas gerade? Ja, ich latsch voll rein. Das ist schon relativ langsam, ne? Ja. Aber ist genauso wie deiner, oder? Na, meiner zieht schon ein bisschen schneller. Echt? Ja. Ja, deiner ist schon gut. Der weiß schon, was der Fahrer will bei dir. Richtig. Der muss es erst noch lernen. Genau. Aber wir sind die Ersten, die dieses Auto fahren. Ist auch cool. Ne? Ja. Aber guck mal, ich gehe nur vom Gas, ne? Ja, krasse Motorbremse. Ja. Ja, ja. Aber es hat irgendwie was. Ja. Das ist halt so wie, ein bisschen wie wenn du dir dein eigenes Auto zusammenbasteln würdest. Ja. Weißt du, ich meine? So Rasenmäher, Motor rein. Genau. Karosserie dran und dann gib ihm. Ohne Quatsch, wenn ich mir das vorstelle, ich bin 15, du hast deine Freundin. Ich habe es geliebt, damals auf meiner Vespa, deine Freundin hinten drauf. Und das Erste, was du sagst, wenn du aufsteigst, dann setzt sie sich hinten drauf und dann sagst du, halt dich gut an mir fest. Weil es gibt nichts anderes, wo du dich dran festhalten kannst. Halt dich gut an mir fest. Und deine Freundin sitzt hinter dir und hält sich so an dir fest. Es gibt nichts Schöneres. Mit 15. So, und dann denkst du jetzt mal weiter, dann sitzt die Freundin plötzlich hier nebendran. Du kannst die Heizung anmachen, du kannst Musik anmachen, es ist warm, die Haare sind immer richtig. Ist beides super sexy, finde ich. Und seitdem wir jetzt gefahren sind, verstehe ich den Bennett und alle anderen 15-Jährigen da draußen noch viel mehr, wie cool das ist. Ja, es ist sein erstes Auto. Jetzt tauschen wir hier mal. Sollen wir mit Mathis dann tauschen? Ja. Dann halte ich mal da vorne.
bin jetzt ehrlich gesagt gespannt, wie der zieht. Okay. Aber er ist nicht an. Also doch, er ist an, aber... Ja, ja, der hört nichts. Hä? Das ist crazy jetzt. Oh, der zieht aber anders an. Eieiei. Ja, aber der hat keine Motorbremse. Das erste Mal, dass du den Elektro fährst, oder? Ja, ja, ja. Boah, schau, da siehst du den Blinker. Ja, super. Oh, also hinten auf jeden Fall. Das Kurvenrad hat auf jeden Fall Jochi geschrien gerade. So, jetzt sind wir mal wirklich im Real Life jetzt drin. Zweispurige Straße, 50 ist erlaubt, wir fahren 45. Man fühlt sich so ein bisschen im Weg. Und ich weiß das noch, mit meiner Vespa war das immer ganz genauso. Da habe ich immer gedacht so, ja Jungs, dann fahrt doch vorbei und so. Ne? Aber es ist immer komisch, weil ne, wenn es einspurig ist, kannst du nicht so einfach vorbeifahren. Wenn es zweispurig ist, geht das, aber dann kommt vielleicht einer von hinten, der noch schneller ist und dann musst du dich wieder einfädeln und es ist alles nicht so einfach mit 45 km/h. Deswegen ganz ehrlich, wäre doch viel cooler, wenn die Buden 55 fahren würden. Dann würdest du niemandem auf den Nerv gehen, du würdest besser mitschwimmen, die Welt wäre ein bisschen besser und das Leben für dich als 15-Jähriger wäre auch ein Stückchen sicherer. Also wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde beim 45 km/h Auto würde ich definitiv Elektro nehmen. Es macht mehr Sinn und es ist viel leiser hier drin. Und dieses Geknatter, das ist im Stand cool, aber sobald du losfährst, ist es zu laut. So, wir sind schon wieder da. Komm, wir gucken einmal, wie der Wendekreis so ist. Kann man hier so? Ja doch, der Wendekreis ist okay. Geht. Junge. Was ist los? Das sind coole Kisten. Ja, aber der ist geil, oder? Der ist richtig gut, ne? Der ist gut. Ey, ohne Quatsch, bei den Autos macht Elektro Sinn. Ja. Richtig. Bei dem ist es nur komplette Ungewöhnung, wenn ich vor einer Bremse gehe, fährt der los. Ja. Der nicht. Ja gut, das ist halt... Ja, darum sage ich ja Ungewöhnung. Ja, bist du in einer halben Stunde hast du dich dran gewöhnt. Also Bennett, ich verstehe euch jetzt. Ich verstehe das Ding mit diesen 15 Jahre und 45 km/h. Es ist geil. Ich finde den hier auch cool, sage ich ehrlich. Ja. Vor allem der geht aber auch gut. Ja, der geht viel besser als der hier, ne? Ja, hundertprozentig. Ganz andere Nummer. Okay. Bennett, danke, dass du mitgemacht hast. Gerne. Bist ein geiler Typ. Dankeschön. Bleibst du, wie du bist, fahr vorsichtig. Und wir werden das jetzt öfter machen. 45 km/h Autos testen. Ne? Mach das. So. Feierabend, danke fürs Zugucken. Tschö. Ciao.